Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie unsere Sendungen anschauen. Hoch 2 ist spendenfinanziert. Ohne Spenden ist es uns nicht möglich, weiterhin Inhalte zu liefern. Wenn nur jeder Zweite, der dieses Programm schaut, uns monatlich mit 10 Franken oder 10 Euro unterstützt, können wir, was die Finanzen betrifft, sorgenfrei in die Zukunft schauen und weiterhin Sendungen produzieren. Herzlichen Dank. Wir haben vollstes Verständnis, dass nicht alle, die unsere Sendungen schauen, diese auch finanziell unterstützen können. Wenn Sie unsere Inhalte mit Ihren Bekannten und Kollegen teilen, hilft auch das enorm. Lieben Dank auch dafür. Herzlichst, Ihre Hoch 2 Redaktion. Meine Damen und Herren, ich danke erstmal ganz herzlich für die Einladung. Wer gesagt hat, die Schweiz sei klein, war noch nie in diesem Saal. Das sind ja nun wirklich sehr viele Menschen hier. Willkommen in Schwyz auch von dieser Stelle. Ich habe Prisca Wirkler kennengelernt bei einer Veranstaltung, wo ich ein paar Takte habe sagen dürfen. Und anschließend ist daraus geworden, dass ich einen Artikel schreiben durfte in der Zeitschrift Die Freien. Und ich kannte diese Zeitung nicht. Aber ich habe gedacht, wenn jemand eine ästhetisch so ansprechende Zeitung macht, die auch noch auf so schönem Papier gedruckt ist, dann kann das kein schlechter Mensch sein. Also vielen Dank auch dafür. Und daraus hat sich entwickelt, dass ich hier stehe und das Thema Frieden und Staat und die Frage nach dem Paradoxon. Ich will in 10 Punkten, habe ich mir überlegt, Ihnen das Thema näher bringen aus der Sicht eines Anwaltes. Und zunächst will ich Ihnen sagen, warum ich überhaupt Anwalt bin und warum ich überhaupt publiziere. Das wäre der zweite Punkt. Dann schaue ich ein bisschen auf den Einzelnen und die Gesellschaft. Der Einzelne, das hat mir sehr gut gefallen bei Andreas Thiel, die Frage nach dem Einzelnen, was ist der überhaupt, der Einzelne? Wir stellen uns immer diese Frage. Also ich stelle mir morgens immer diese Frage, wenn ich mich rasiere, was machst du hier eigentlich? Und rechtfertige dann meinen Tag. Was ist der Einzelne, was ist die Gesellschaft? Was können wir von Einzelnen erwarten, wie sie eine Gesellschaft bauen? Ich würde dann über Freiheitsräume des Einzelnen kurz sprechen wollen und über die Frage fünftens Kooperation und Koordination. Der sechste Punkt wäre kurz über die Organisation als Problem zu sprechen. Der siebte Punkt über den Staat als Problemlösungsansatz. Falls mein Freund David Dürr irgendwann dieses Video sieht oder diese Worte hört, David und mich verbindet seit vielen Jahren eine fröhliche Erörterung über die richtige Staatsorganisation. Er ist noch nicht am richtigen Punkt, aber ich werde ihn dahin bekommen. Er sagt dasselbe von mir. Ich würde dann achtens kommen zur Frage, wie organisieren wir unseren Staat, Republik oder Nicht-Republik, um dann den Staat als einen Friedensgaranten darzustellen oder auch in Frage zu stellen und dann zehntens einen eigenen Lösungsansatz zu präsentieren. Und anschließend geht es dann zum Mittagessen, wenn ich das richtig verstanden habe. Kurz zu mir. Warum beschäftigt mich das Recht und warum stehe ich an einem Wochenende in der Schweiz und spreche über dieses Thema? Das hat was mit meiner Familiengeschichte zu tun. Stellen Sie sich bitte vor, ich bin 1964 geboren und ich sage immer, ich bin in ein staatsorganisatorisches und in ein volkswirtschaftliches Paradies hineingeboren worden. Da war alles geregelt und geordnet. Die alte Bonner Republik, das war ein kuscheliger Platz, eine friedliche Republik, ohne nennenswertes Militär, die sich aus allen internationalen Konflikten elegant herausgehalten hat. Warum war das so? Da muss ich meine eigenen Eltern anschauen. Meine Mutter, Tochter eines überzeugten Sozialdemokraten, hat beobachten müssen, als kleinstes Kind, 1926 geboren, dass ihr eigener Vater 1933 im März erstmal aus der Universität geschmissen worden ist, weil er SPD-Mitglied war. Die Universitäten sind gesäubert worden. Wer da nicht das Richtige gedacht hat, der durfte nicht mehr an der Universität sein. Und dann hat sie 12 Jahre lang in der
in dem Gefühl gelebt, vielleicht kommt gleich jemand durch die Tür rein und holt den Papa ab. 12 Jahre lang, bis 1945. Und in dieser Zeit war das nicht nur insoweit schwierig, was den eigenen Staat angeht, sondern die Hoffnung meines Großvaters richtete sich darauf, dass die Weltgemeinschaft uns hier rausholt. Und das, was die Weltgemeinschaft mit Düsseldorf gemacht hat, bis April 1945, war, die ganze Stadt in Schutt und Asche zu bomben. 70-90% der Gebäude waren zerstört. Und als meine Mutter, meine eigene Mutter, 19 Jahre alt war, war sie zweimal ausgebombt. Luftalarm, Bunker, rauskommen aus dem Bunker, Haus weg. Mein Vater ist als 14-Jähriger, 1924 geboren, in ein Musikschulinternat geschickt worden, weil er, wie man das heute ausdrücken würde, irgendwie eine musikalische Hochbegabung hatte. Und als dann 1939, ein Jahr später, der Krieg losging, hat er mir erzählt, haben seine Klassenkameraden sich gefreut, weil sie gesagt haben, das ist gut, denn bis wir 18 sind, ist der Krieg vorbei und dann werden wir nichts damit zu tun haben. Diese Berechnung ist schiefgegangen, wie wir alle wissen. 1942 ist mein Vater erstmal nach Russland geschickt worden, um 3 Jahre mit dem Gewehr durch Russland zu laufen und Leute erschießen zu sollen. Und anschließend waren nochmal 3 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft und ist dann völlig abgemagert 1948 wieder zurückgekommen. Und als ich dann zur Welt gekommen bin, 1964, dann habe ich einen Vater gefunden, der wie ein Wrack durch sein Leben gegangen ist. Wenn wir im Sommer im Schwimmbad waren, dann habe ich an seinem Körper lauter Narben gesehen. 7-mal schwer verwundet. Granatsplitter an den Oberschenkeln, wie ein Fragezeichen. Und einen Durchschuss, den ich besonders spannend fand. In den Rücken hinein und aus der Brust heraus. Und aus dieser traumatisierten Elternsituation heraus ist bei mir dann irgendwann das Gefühl erwachsen, während meines Ausbildungsganges, dass das Recht vielleicht eine gute Idee sein könnte, diesem Wahnsinn entgegenzusteuern, zu dem Menschen miteinander in der Lage sind. 2 Weltkriege. Mein Großvater hatte 2 Weltkriege erlebt. Als er 1979 starb, lag er im Krankenhaus. Ich war 15 und hat nur fantasiert aus seinen Schützengräben im Ersten Weltkrieg. Mein Vater, als er starb, hat angstvoll in den Himmel geguckt und gesagt, die Russen werfen wieder Brandbomben. Da war ich schon Anwalt, schon lange. Das Recht ist für mich eine Hoffnung, dass der Intellekt ein bisschen siegt über die Triebe, wie Andreas Thiel es gerade ausgedrückt hat, dass man ein bisschen mit eigener Urteilskraft an die Dinge herangeht und Exzesse in Gesellschaften zu vermeiden hilft. Das Recht ist eine Hoffnung. Das Recht ist die Perspektive, auf die man sich stützen kann. Und Sie können mir glauben, in diesen Tagen, wir haben gerade schon am Rande gesprochen, in diesen Tagen, wo wir in Deutschland insbesondere wieder so Massenbewegungen auf den Straßen sehen, die gegen Opposition demonstrieren, das wühlt sehr auf. Das wühlt jemanden auf, der sagt, wir müssen doch mit Nüchternheit unser Leben als Gesellschaft organisieren können. Mein 3. Punkt, der Einzelne und die Gesellschaft. Was ist denn der Einzelne? Was ist denn ein Individuum? Ein Individuum heißt ja nicht zufällig lateinisch Individuum, sondern Individuum heißt unteilbar. Und in dieser Unteilbarkeit, in dieser Einzigartigkeit liegt die Würde des Menschen, die nicht per Zufall 1948 in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte geschrieben worden ist, von Menschen,
und dann nahtlos übernommen worden ist 1949 in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das bekanntlich mit dem Satz anfängt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen, das ist die Subjektqualität des Menschen, die Einzigartigkeit, dass ein Mensch kein Gegenstand ist, sondern ein Wert an sich, eine ganz besondere Persönlichkeit, wie die katholische Soziallehre das nennt. Und so wie ich einen anderen behandle, wir werden das gleich noch hören aus anderem Zusammenhang oder sehen in anderen Zusammenhang, so wie ich einen anderen als Menschen adressieren und ansprechen muss und so wie ich mit einem anderen als Menschen umgehe, so ist es genau das Gegenteil von einem Hammer. Wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen will, dann nehme ich einen Hammer, weil der Hammer ein Gegenstand ist, eine seelenlose Sache. Aber ich kann einen anderen Menschen nicht nehmen, um mit diesem Körper den Nagel in die Wand zu schlagen. Sondern ich muss diesen Menschen vernünftigerweise bitten, selbst zu entscheiden, ob er mit mir gemeinsam oder für mich diesen Nagel in die Wand schlägt. Das ist die Subjektqualität des anderen, dass ich ihn als einzigartig begreife und als einzigartig so, wie ich auch einzigartig bin, wie jeder von uns ein Individuum ist. Was ist jetzt die Gesellschaft? Die Gesellschaft ist die, und da wird es dann schwierig, da wird es dann ganz, ganz schnell sehr, sehr schwierig, die Ansammlung von mehreren Individuen. Ein Kollektiv. Kollektiv, das kann man auch wieder übersetzen, ein Zusammenlesen von Menschen, von Individuen, von Menschen, die irgendwie zusammen sind. Aber was ist das Allgemeinwohl? Was ist das allgemeine Interesse dieser Beteiligten? Wir kommen gleich dazu. Die Gesellschaft, das ist nichts anderes als die Vielzahl von Individuen. Und das wiederum hat was damit zu tun, dass eine Gesellschaft keine Organe hat, irgendwas zu sehen. Wenn ich Sätze höre wie, das Wir entscheidet, dann möchte ich am liebsten antworten, kannst du mir die Telefonnummer von dem Wir geben? Wo wohnt das Wir? Was sieht das Wir? Was fühlt das Wir? Wo will das Wir gerade hingehen? Wenn Andreas Thiel gerade so wunderschön beschrieben hat, wie er als Individuum im Strandbad liegt und seine Gedanken fliegen lässt und seine Gefühle nachempfindet und versteht und uns allen erklärt, was es für eine Herausforderung ist, mit dem eigenen Ich umzugehen und sich einzufügen in die Gesellschaft, sich an Normen zu halten, sich an Regeln zu halten, Erwartungen anderer zu erfüllen und die abzugleichen mit dem, was man gerade selber will, ohne dass man selber genau definieren könnte in jeder Sekunde, was will ich eigentlich. Wenn man also einmal verstanden hat, welche Herausforderung es ist, Mensch zu sein, wie kann man denn dann ernsthaft in der Vorstellung leben, dass irgendeiner von uns so viel über sich weiß, dass er auch andere beherrschen oder steuern oder ihnen Vorgaben machen könnte. Diese ganze Vorstellung, dass es einen weisen Führer geben könnte, der für uns alle Entscheidungen trifft und wo wir die Flügel hängen lassen können und sagen, der macht das schon alles, oder er und seine Freunde regeln das alles schon, oder er und die Leute, denen er Befehle erteilt, machen das alles schon, ist bei intensiver Betrachtung, bei nüchterner Analyse, bei rationaler Analyse, mit gehöriger Urteilskraft, kein kluger Gedanke. Denn der andere ist ja nur, genau wie ich, ein Mensch mit all seinen Schwächen und Fehlern. Und das bringt mich zu meinem vierten Punkt, die Freiheitsräume. Was sind die Freiheitsräume des Einzelnen? Wir unterscheiden klassischerweise zwei Kategorien, ich würde sie so einführen. Es ist die Respektsphäre, das eine. Die Respektsphäre heißt, du sollst nicht töten. Du sollst nicht meinen Körper verletzen. Du sollst nicht mich bestehlen. Du sollst nicht mir Schaden zufügen. Das ist mein, wie mein Repetitor immer sagte, das sind meine Igelrechte, meine Abwehrrechte, meine Lass-mich-in-Ruhe-Rechte. Respektiere mich, berücksichtige mich, lass mich so, wie ich sein möchte. Das sind die klassisch liberalen Abwehrrechte.
Aber es gibt noch die zweite Variante der Freiheitsräume des Einzelnen. Und das sind die Fragen, die wir immer diskutieren, die anderen als Ermöglichungsräume. Das ist der linksliberale Ansatz, dass man sagt, Sie alle müssen einen bestimmten Obolus dafür entrichten, dass ich mich verwirklichen kann, weil ich ja alleine schwach bin, aber die Hilfe meiner Gesellschaft brauche, um mich ins Leben zu führen. Wir sammeln Geld, um einen Kindergarten zu bauen, wir sammeln Geld, um eine Schule zu bauen, wir sammeln Geld, um eine Universität zu bauen und wir sammeln Geld, um eine Straßenbahn zu bauen und ein Rathaus zu bauen. Und dann kommen wir an den Punkt, dass wir uns irgendwann fragen, wofür sammeln wir denn noch Geld, um irgendjemand anderem etwas zu ermöglichen? Wenn der Zwang dazu kommt, über den wir gleich reden werden, wird es schwierig. Wo ist es sinnvoll, dass die Gemeinschaft dem Einzelnen etwas ermöglicht? Und wenn wir gerade festgestellt haben, dass Gemeinschaft eine sehr, sehr schwierig zu definierende Einheit ist, was bezahlt dann die Gemeinschaft dem Individuum, wenn das Individuum selber auch gezwungen ist, an die Gemeinschaft zu bezahlen? Das ist alles zirkulär, das ist alles weitaus komplizierter, das zu betrachten, als es auf ersten Anschein zu sein scheint. Ich habe mich vor einigen Jahren mit einem Vordenker meiner deutschen FDP intensiv darüber unterhalten, welchen Anspruch der Einzelne gegen die Gemeinschaft auf Ermöglichungsräume hat. Und sein Ansatz war zu sagen, Straßenbahnen dürfen nichts kosten, öffentlicher Nahverkehr darf nichts kosten, das muss alles umsonst sein für den, der es nutzt. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er das ernst meint, wenn er sich überlegt, dass der Straßenbahnschaffner auch bezahlt werden muss und die Straßenbahn und die Energie für alles. Und wenn das alles in Anspruch genommen wird, ohne dass irgendjemand was dafür bezahlt, dann bedeutet es am anderen Ende, dass irgendjemand für sich etwas nicht ermöglichen kann, was er sich ermöglichen würde, wenn er nicht gezwungen würde, dieses andere zu finanzieren. Und welche Gefühle er dabei habe, habe ich ihn gefragt, dass irgendjemand seinem Kind nicht einen zweiten Pullover für den Winter kaufen kann, weil er ja bezahlen muss, dass andere Leute immer mit der Straßenbahn im Kreis fahren. Wir kommen da in schwierigste Abgrenzungsfragen. Es ist nicht so, dass ich für all das eine Lösung hätte, aber ich denke, der Weg zu einer Lösung besteht darin, dass man sich die Fragen in dem Zusammenhang gnadenlos und vorurteilsfrei vorlegt und sie sich vor Augen führt. Förderpolitik heißt das immer so gerne und klingt gut, aber machen Sie sich klar, hinter jeder Förderpolitik steckt immer eine unsichtbare Behinderungspolitik. Wenn irgendjemand mit irgendetwas gefördert wird, dann muss jemandem anderen etwas weggenommen werden und sein Leben wird dadurch schwerer gemacht. Er wird behindert an dem, was er selber tun wollen würde, als Mensch, als Individuum. Und wo ist die Legitimation dafür, dass man einem anderen, wenn wir doch alle gleich sind, vernünftigerweise, dass man ihm etwas erschwert oder etwas wegnimmt? Ich komme zu meinem fünften Punkt, Kooperation und Koordination. Wenn wir alleine arbeiten, dann sind wir nicht in der Lage, irgendetwas Großartiges zu beschaffen. Ein Mensch alleine kann gar nichts. Er ist immer auf andere angewiesen, weil wir ein Gemeinschaftswesen sind. Menschen sind Gemeinschaftswesen, wie viele andere Lebewesen auf dieser Welt. Wir können alleine nicht sein, wir sind auf andere angewiesen. Und nur wenn wir kooperieren und wenn wir gut kooperieren, dann leben wir gut. Mein Weg hat mich heute hier zu Ihnen geführt, nach Schwyz. Und ich bin durch diese Landschaft gefahren. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist ein Gefühl gewesen wieder heute. Ich habe das schon öfter gehabt, wenn ich durch die Schweiz fahre, aber heute wieder ganz besonders. Als sei die ganze Landschaft hier, als sei das ganze Land ein großer Garten. Ein großer angelegter Garten. Weil alles so schön geordnet und die Natur so schön geschnitten und die Straßen so sauber sind. Da gibt es andere Teile der Welt, wo das gar nicht so aussieht, das wissen wir alle. Warum ist das so? Weil in diesem Land hier, ganz besonders, die Arbeitsteilung, die Kooperation und die Koordination von Arbeit gut organisiert ist. In anderen Ländern, wo das nicht der Fall ist,
Da arbeiten alle aneinander vorbei und fallen dann sehr, sehr schnell auf so eine Subsidiarität, auf eine subsidiäre Struktur zurück, Subsistenzwirtschaft, und leben nicht gut, leben arm. Reichtum ist eine Frage der guten Kooperation. Das aber setzt die Frage oder stellt die Frage und provoziert die Frage, wie organisiere ich denn dieses gesellschaftliche Zusammensein? Man setzt Rahmen. Das Recht setzt Rahmen. Zum Beispiel den Respektanspruch des Einzelnen. Du kannst tun und lassen, was du willst, solange du nicht einem anderen schadest. Du kannst alles tun, was nicht verboten ist. Das sind freie Gesellschaften. In der alten Bundesrepublik, in der alten Bonner Republik gab es immer so diese Faustregel: Im Westen, in Westdeutschland, kannst du alles machen, was nicht verboten ist. Und in der DDR darfst du nur das tun, was dir ausdrücklich erlaubt ist. Deswegen haben solche Systeme auch immer weit mehr Regeln als ein freies gesellschaftliches System. Wenn ich nur Leitplanken setze, stellen Sie sich die Autobahn vor, wenn ich nur die Leitplanke setze und vielleicht noch eine Höchstgeschwindigkeit vorgebe und sonst sage, macht auf euren Fahrspuren, was ihr wollt, und koordiniert euch da irgendwo, dann kann das funktionieren. Wenn ich aber nicht die Leitplanken vorgebe, sondern wenn ich Gesetze mache, wo jedem haargenau vorgegeben wird, was er in seinem Auto zu tun hat und wo er herzukommen, wo er hinzufahren hat und wie das überprüft wird, dann wird das sehr viel komplizierter. Und wenn es so kompliziert ist, dann gibt es immer den einen oder anderen, der keine Lust hat, sich dran zu halten, aus welchen Gründen auch immer. Dann muss der überwacht werden und dann geht es mit der Überwachungsbürokratie los. Und die Überwachungsbürokratie schwächt die Volkswirtschaft. Denn jeder, der aufpasst auf einen anderen, ist ja nicht mehr selber produktiv. Überwachte Gesellschaften sind arme Gesellschaften, ärmere Gesellschaften. Leitplankengesellschaften sind reiche Gesellschaften. Wenn ich Detailvorgaben mache und wenn ich anfange, Befehle zu erteilen und wenn ich Mikrosteuerung betreibe, dann geht es den Weg in die Destruktion. Und dann steht plötzlich die Frage im Raum, was macht eigentlich die Obrigkeit, die sogenannte Obrigkeit, was macht der Staat, was machen unsere Bürgermeister, unsere Regierungen, führen sie uns? Oder begleiten Sie uns? Führen Sie oder begleiten Sie? Führen heißt, bin ich jetzt auch mit Andreas Thiel noch mal kurz im Schwimmbad, wenn ich mein Kind an die Hand nehme und es durch das Schwimmbad führe, dann weiß ich ja schon, wohin es geht. Dann sage ich, wir gehen genau dahin. Wenn ich das Kind aber begleite, dann lasse ich das Kind hingehen, wo immer es hin möchte. Und ich laufe nur neben ihm her und passe auf, dass es nicht irgendwo runterfällt oder irgendwo vorläuft. Führen und begleiten sind zwei völlig verschiedene Kategorien und die lassen sich aus dem Kindergarten auch sehr, sehr schön in eine Gesellschaft insgesamt übertragen. Wollen wir von unseren Politikern geführt werden oder wollen wir bestenfalls von ihnen begleitet werden, um im richtigen Augenblick einen Ansprechpartner zu haben? Und dann komme ich zu dem ganz, ganz großen Unterschied zwischen Befehlen, beraten und aufklären. Wenn ich jemandem einen Befehl erteile, dann fragt der ja nicht nach, ob das gut oder schlecht ist. Fragen Sie nicht, das ist ein Befehl. Gerade in Deutschland bei der Bundeswehr, sein Befehl, lassen sich impfen. Mit einem Stoff, der gar kein Impfstoff ist, nach klassischer Definition. Da ist nicht nachzufragen, das muss gemacht werden. Unser temporärer RKI-Chef hat irgendwie diesen schönen Satz gesagt, mal während des Corona-Fiaskos, dass es gibt Dinge, die darf man gar nicht hinterfragen. Das macht man einfach so. Andreas Thiel hat mir gerade verboten, böse Worte zu benennen, deswegen werde ich das jetzt nicht kommentieren. Etwas völlig anderes ist, einen anderen Menschen zu beraten. Das klassische Bild eines Anwaltes. Jemand kommt zu mir und sagt, ich empfinde, dass ich ein Problem habe in meinem Leben. Ich empfinde eine Schwierigkeit, ich empfinde einen Druck, ein Missempfinden habe ich. Können Sie mir sagen, worauf sollte ich achten, wie sollte ich mich verhalten, wie geht man mit so einer Situation um? Das ist die Beratung.
dass ich meinen Mandanten berate und ihm sage, Sie können das machen, Sie können das machen. Wenn Sie das machen, passiert das. Wenn Sie das machen, passiert das. Aber er entscheidet, weil er ja ein anderes Individuum ist mit seiner eigenen Würde und mit seiner eigenen Personalität und mit seiner eigenen Persönlichkeit. Das heißt, ich erteile ihm nicht den Befehl. Ich sage nicht, denken Sie nicht nach, machen Sie das. Ich sage, das sind die Varianten. Und zu einer Beratung gehört eine Aufklärung. Nämlich aufkläre, was vorher vernebelt ist, indem ich den Nebel lichte, indem ich Kraft meiner eigenen Kenntnisse dem anderen sage, das hast du vielleicht noch nicht gesehen, aber ich zeig's dir. Liebevoll. Nicht belehrend mit dem Rohrstock, sondern mit der Neugier. Sagen, ja, diese Frage habe ich mir auch gestellt vor 20 Jahren und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, sie aufzuklären und über diese Klarheit, die ich mir verschafft habe, reden wir nun und dann teile ich meine Klarheit. Und es gibt wenige Augenblicke im Leben eines Anwaltes, wo sie beglückter sind, als wenn ein Mandant sie anruft und irgendwann sagt, ich kann jetzt besser schlafen. Ich hatte schlaflose Nächte, weil ich nicht weiß, wie das geht, wie ich das lösen sollte. Aber sie haben mir Klarheit verschafft. Danke dafür. Ich kriege jetzt nachts nicht Herzrasen. Das ist gut. Dann hat man für einen anderen was getan. Und das ist die Subjektqualität des anderen wieder. Die Subjektqualität als eines einzigartigen anderen Menschen mit seiner eigenen Menschenwürde. Und die muss man respektieren. Und wenn der andere etwas Dummes macht, zum Beispiel, wenn meine Mandanten zu mir kommen, sich beraten lassen und etwas Dummes machen, dann gibt es so Situationen, ich weiß nicht, in welchen Berufen Sie tätig sind, dann möchte man ins Kissen beißen, wenn man sieht, dass Sie so dem Rat nicht folgen und Dummheiten machen. Oder der schöne Fall für den Anwalt, dass man stundenlang mit einer Mandantin zusammensitzt und sagt, Sie können A oder Sie können B machen. Und sie sagt, das gefällt mir beides nicht. Sagt, es gibt ja nur A oder B, end oder weder. Dann geht sie nach Hause, nach zwei Tagen ruft sie an und sagt, ich möchte aber C machen. Sowas kann man nur mit Liebe abfedern. Das bringt mich zu meinem sechsten Punkt, Organisation als Problem. Wie organisiere ich Dinge? Wie organisiert man eine Gesellschaft? Die Frage lautet, wie organisiert man eine Gesellschaft? Die Frage haben Sie alle schon 100-mal gehört. Wie organisiert man eine Gesellschaft? Organ ist übrigens auf Deutsch Werkzeug. Schönes Wort. Staatsorgane sind Werkzeuge zu einem bestimmten Zweck. Die Organe, die in meinem Körper drin sind, dienen einem bestimmten Zweck. Und es ist gut, wenn man die Organe so einsetzt, wie sie ursprünglich mal hergestellt worden sind, um zu funktionieren. Mit dem schönen Satz übrigens von Maggie Thatcher, man soll sein Herz nicht auf der Zunge tragen. Ich habe meins hier innen, da funktioniert es auch am besten. Wie organisiert man eine Gesellschaft? Eine Gesellschaft muss organisiert sein, damit nicht das Chaos ausbricht. Und jetzt kommt die Frage, wer ist das Mann? Die weichste Stelle dieses Satzes, die schwierigste Stelle ist, wie organisiert man eine Gesellschaft? Wer ist das Mann? Wir sind alle Individuen und schwach und können nicht anderen Befehle erteilen, sinnvollerweise, weil wir nicht in deren Situation sind. Also stellt sich die Frage, machen wir eine Selbstorganisation oder machen wir eine Fremdbestimmung? Und jetzt sagt meine ökonomische Lieblingsschule, die österreichische Schule der Nationalökonomie, eine Gesellschaft muss sich selber organisieren können. Jedes Individuum muss immer genau das tun können, im Rahmen der Respektansprüche anderer, was in der jeweiligen Situation das Sinnvolle ist, weil nur dieses Individuum genau in dieser Situation ist. Einer, der in der Ferne ist, kann das nicht wissen. Was hier in Schwyz passiert, hinter irgendeiner Mauer, das weiß man in Bern nicht. Und das, was im Rheinland in Düsseldorf passiert, das ahnt Berlin nicht. Das kann man nicht anordnen. Man kann nur Rahmen setzen, behutsam, vorsichtig, flexibel und darauf hoffen, dass vor Ort etwas gut funktioniert und den Menschen ihre auf gleicher Augenhöhe Freiheiten belassen. Nach 1945 ist ein Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie in eine über mehrere Jahre in eine leitende Funktion gekommen, den kennen Sie alle,
Aber Sie wissen im Zweifel nicht, dass er ein Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie war. Das war Ludwig Erhard. Ludwig Erhard hat gesagt, wir machen eine Währungsreform 1948, bevor überhaupt die Bundesrepublik gegründet wurde, und machen damit einen Schnitt, was das Quantitative Easing der Nationalsozialisten im Reich vorher ausgelöst hatte, nämlich eine Zerstörung der Währung, eine mengenmäßige Lockerung der Reichsbank. Und wir heben die Preiskontrolle auf. Wer Inflationspolitik macht, macht Menschen arm, weil er ihnen die Kaufkraft nimmt. Und wenn er merkt, das funktioniert nicht, dann macht er Preiskontrollen, dann kommen plötzlich Mietendeckel. Und das hat er alles aufgelöst und hat gesagt, wir lassen den Menschen jetzt ihre Freiräume. Und aus dem Trümmerfeld, das Deutschland war 1945, ist das sogenannte Wirtschaftswunder entstanden. Das kennen Sie alle. Warum ist es das Wirtschaftswunder? Es ist überhaupt kein Wunder. Es ist kein Wunder, dass Menschen eine gute Welt aufbauen, wenn man sie nur in Ruhe lässt und sie das tun lässt, was vor ihren Augen erforderlich ist. Robert Neef nennt das die Entscheidung nicht in der Zentrale, sondern in den Dezentralen. Was für ein schönes Wort. Liebe Grüße an meinen Freund Robert Neef, wenn er das hier hören sollte. Die Entscheidung in den Dezentralen ist eine kluge Entscheidung, weil sie in der Peripherie ereignet und sich ganz, ganz häufig ereignet. Ich habe gerade gesehen, manche von Ihnen schreiben mit, notieren sich Worte wie Eugen Böhm Barwerk oder Karl Menger. Das sind die Begründer der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Es lohnt sich, diese Texte zu lesen, von Hayek sowieso. Selbstorganisation statt Fremdbestimmung. Der andere ist immer ein bisschen dümmer als ich selber, weil er nicht in meiner Haut steckt. Was passiert nämlich, wenn ein Organ nicht Organ sein will? Was passiert, wenn ein Organ keine Lust hat, das zu tun, als Werkzeug, wozu es von anderen im Wege des Befehls eingesetzt wird? Und dann kommen wir zu dem großen Punkt 7. Der Staat als Problemlösungsansatz. Was ist ein Staat? Selbst den berühmten Rechtsphilosophen Georg Jelinek, der hat gesagt, Staat ist ganz leicht, Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt, also Staat. Drei Elemente Lehre. Drei Elemente machen den Staat aus. Aber Vorsicht. Wenn Sie anfangen zu lesen in der Geschichte und Sie lesen das Wort Staat, dann müssen Sie sich bitte immer klar machen, da steht zwar das Wort Staat, aber der Staat ist alle 50 und alle 100 Jahre etwas völlig anderes. Der Staat ist immer etwas völlig anderes, der heißt nur zufällig so. Der Beherrschungsmechanismus, dass einer dem anderen sagt, wo es lang geht, hat sich in unserer Zeit, in der wir jetzt leben, in einer Weise in das Individuum hinein vorgearbeitet, wie das in der ganzen Geschichte noch nicht der Fall gewesen ist. Philipp Plickert hat eine Dissertation geschrieben, im weitesten Sinne auch über Neoliberalismus und über österreichische Schule der Nationalökonomie. Und da berichtet er an einer Stelle, er zitiert, dass ein britischer Staatsbürger am Vorabend des Ersten Weltkrieges 1914 noch in der Lage war, den ganzen Tag zu leben, ohne mit seinem Staat überhaupt auch nur in Kontakt zu kommen. Es sei denn, er hat einen Brief in einen Briefkasten geworfen, staatliche Post, oder er hat einen Bobby gesehen, der auf der Straße patrouilliert ist. Sonst gab es keinen Staat. Und kurz vorher hatte ja Queen Victoria noch gesagt zu ihren Beratern, was? Sie wollen eine Einkommensteuer einführen? 5%? Sie wollen den Menschen 5% ihres Einkommens abnehmen oder werden Sie aber eine Revolution machen, wenn Sie Leuten 5% ihres Einkommens wegnehmen wollen, um es für Gemeinschaftsgüter einzusetzen? Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts haben Menschen noch völlig andere Gefühle gehabt, was das Mein und das Dein angeht. Und der Staat ist immer weiter vorgeschoben worden. Als Medizinrechtler kann ich Ihnen sagen, gucken Sie sich die Statistiken in Deutschland an, wie die Zwangsversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung vorangetrieben worden ist. Ja, jetzt sind wir bei 90% gerade mal so etwas festgefahren, aber es gibt immer noch Leute, die von der Bürgerversicherung träumen und alle in einen Topf zu werfen. Der Staat ist tief, tief, tief in unser Leben eingedrungen und alles ist normiert, alles ist geregelt
Und alles steht in der Gefahr, permanent einem Befehl unterworfen zu werden, einschließlich einer Injektion mit experimentellen Arzneimitteln. Ist der Staat die Lösung? Ist der Staat tatsächlich das Instrument, um uns als Gesellschaft gut zu organisieren? Was ist der Staat? In meinem Weltbild, österreichisch geprägt, Austrian Economics, die heißen übrigens so, weil die damals alle in Wien angefangen haben zu lehren an der Universität und zu forschen, die österreichische Schule würde sagen, sowohl ökonomisch als dann auch juristisch, es gibt nur Parallelinteressen. Jedes Individuum hat seine eigenen Interessen als Mensch. Und wenn wir eine Gesellschaft sind, dann hat nicht ein Mensch seine Interessen, sondern 10 oder 100 oder 1000 Leute haben identische Interessen. Sie wollen alle in Ruhe gelassen werden. Aber da mit einem fiktiven Gemeinwohl obendrauf zu kommen, das ist schwierig. Ein Individuum ist aber ein konkretes Phänomen in der Realität. Ein Individuum kann ich anfassen, einem Individuum kann ich die Hand geben. Ich kann einen anderen Menschen in den Arm nehmen. Versuchen Sie, die Gesellschaft in den Arm zu nehmen. Versuchen Sie, der Gesellschaft die Hand zu geben. Nach der Telefonnummer habe ich gerade schon gefragt. Die Gesellschaft ist eine Fiktion, ist eine Abstraktion, die nur im eigenen Kopf stattfindet, aber kein Korrelat in der Realität hat. Und dann die Frage, wie organisieren wir nun unseren Staat mit Staatsgewalt, mit der sogenannten Überunterordnung, dass einer mir Befehle erteilen kann in einem bestimmten Rahmen, Verwaltungsakt. Achter Punkt. Wollen wir eine Republik sein oder wollen wir in einer Nicht-Republik leben? Ist es Menschen angemessen, in einer Republik zu leben oder in einer Nicht-Republik zu leben? Res publica, die Sache der Allgemeinheit, steckt natürlich im Wort der Republik. Das muss ich Ihnen hier ganz wenig erklären in der Schweiz, das wissen Sie besser als ich. Aber die Republik bezieht sich wieder auf das Allgemeininteresse und auf das Gemeinwohl. Und wenn Sie in diese Begriffswelten abtauchen, stellen Sie fest, Sie greifen immer wieder in ein Nichts. Denn was ist das Gemeinwohl? Was ist das gemeine Wohl? Was ist das gemeine Interesse? Was ist das allgemeine Interesse? Auch in der Schweiz verwenden Sie das Wort Allmende. Es gibt das Drama der Allmende. Die Allmende ist die Wiese, die niemandem gehört und also allen gehört. Bei uns im Rheinland ist das der Anger. Und die Allmende steht immer in Gefahr, kaputt gemacht zu werden, weil man die eigenen Tiere auf die Allmende treibt. Und wenn es der eigene Rasen wäre, würde man die eigene Wiese, würde man die Tiere schon zurückholen, weil man Angst hätte, jetzt reißen sie noch die Wurzeln raus. Aber die anderen machen es auch nicht. Dann mache ich es auch nicht. Das Drama der Allmende. Was allgemein verwaltet ist, ist nicht gut. Friedrich Nietzsche, der ja auch lange in der Schweiz gelebt hat, hat den bösen Satz gesagt, Allgemeingut ist ein Widerspruch in sich. Denn was allgemein ist, kann kein Gut sein. Schlauer Mann. Wir regieren uns in einem demokratischen Verständnis, das heißt, die Mehrheit entscheidet. Aber die Mehrheit kann nicht immer über alles entscheiden, weil die Mehrheit auch in einer Gemeinschaft zu respektieren hat, dass die Individuen individuelle Respektansprüche haben. Das heißt, die Grundrechte des Einzelnen sind die absolute Grenze für die Allgemeinheit. Und wenn 99 von 100 sagen, wir sind der Meinung, dass XY gemacht werden, wenn sie damit in die Grundrechte des einen eingreifen, in seine natürlichen Rechte, dann ist auch die Mehrheitsentscheidung illegitim. Dann darf man das sagen. Friedrich Schiller hat in Wilhelm Tell, ich kann es nicht wörtlich zitieren, weil es so schön im Duktus ist, im Jambus, hat gesagt, wenn ich mein Recht in der Realität, in der Welt nicht mehr bekomme, wenn die Gesetze mir mein Recht nicht mehr verschaffen, dann neigen wir Menschen dazu, irgendwann nach den Sternen zu greifen, um dort die unveränderlichen und unabänderlichen von Gott geschenkten Rechte zu finden und sie dann für uns selber in der Welt umzusetzen. Wahrscheinlich ist das, was Schiller da beschrieben hat, was wir heute mit einem Widerstandsrecht bezeichnen. Wenn die Gemeinschaft das einzelne Individuum übergriffig regieren will, dann muss sich das einzelne Individuum das nicht gefallen lassen.
Wie regeln wir das? Durch den Rechtsstaat. Da bin ich jetzt wieder bei meinem Thema, dem Recht. Das Lustige oder das Fatale, jedenfalls das Bemerkenswerte ist, im englischen Sprachgebrauch heißt das Rule of Law, die Herrschaft des Rechts. Wir deutschsprachigen Zentraleuropäer sprechen von Rechtsstaat und haben da im Recht schon sofort den Staat eingenäht. Aber Achtung, es gab schon Recht, als es noch keinen Staat gab. Und es gab schon Recht und eine Rechtsordnung, als noch niemand vom modernen Staat oder vom modernen Interventionsstaat gesprochen hat oder vom digitalisierten modernen Interventionsstaat oder vom steuernden Staat. Recht ist viel älter als das Gesetz. Recht ist der Respektanspruch des Einzelnen. Da kann man sehr, sehr schön in die römischen Rechtsquellen gehen und von dort aus noch weiter zurück. Aber die Römer haben schon angefangen, das sehr, sehr schön zu schreiben. Und die einzelnen Aphorismen, die römische Rechtsgelehrte geschrieben haben, sind zum Teil bis heute noch gerade im Erbrecht beispielsweise nachlesbar. Das ist faszinierend, das zu sehen, dass ein alter römischer Jurist vor 2000 Jahren einen Satz geschrieben hat und er ist heute vom Gesetzgeber übersetzt in Recht. Recht heißt, in die Wirklichkeit hineinhorchen, urteilen mit der Urteilskraft und dann das Recht erkennen. Urteile in Deutschland beginnen immer mit dem Satz, das so und so Gericht hat für Recht erkannt. Doppelpunkt. Und dann steht da, was richtig ist. Das ist aber nur in zweiter Linie eine Autoritätsentscheidung des Staates. In erster Linie ist das eine Entscheidung der Gemeinschaft, was wir alle empfinden und was wir alle fühlen. Nicht ohne Grund nennen wir das unser Rechtsempfinden. Wenn wir etwas für richtig oder für etwas falsch halten, dann fragen wir nicht in unseren Kopf. In der bösen Variante geht das so unter Anwälten, dass man sagt, wenn ein Richter eine Akte liest und liest eine Klageschrift und findet dort Empörendes und dann liest er die Klageerwiderung und ist nochmal doppelt empört, weil er jetzt sagt, die erzählen mir völlig unterschiedliche Geschichten. Das eine ist furchtbar, das andere ist furchtbar, aber was ist denn jetzt das richtige Furchtbare? Dann geht der Richter nicht hin und blättert interessiert im Gesetz, um herauszufinden, wer Recht hat, sondern der Richter bildet sich eine erste eigene Einschätzung, was er für Recht hält. Und dann hilft ihm allenfalls noch der Gesetzestext oder irgendeine rechtliche Erwägung, das umzusetzen und zu begründen, was er für richtig hält. Das hat nur in zweiter Linie etwas mit Gesetzen zu tun. Machen Sie sich klar, das bürgerliche Gesetzbuch, das die zentrale Rechtsquelle in der Bundesrepublik bis heute für Zivilrecht, ist 1896 vom Reichstag verabschiedet worden, am 18. August. Und als der Reichstag da zusammengekommen ist in Berlin, da haben die nicht darüber debattiert, ob jetzt Besitz tatsächlich die tatsächliche Sachherrschaft über einen Gegenstand sein soll oder ob bei Hypotheken jemand dem anderen einen Widerspruch eintragen muss unter gewissen Voraussetzungen, sondern der Reichstag hat das, was Juristen 25 Jahre lang vorbereitet hatten, eins zu eins übernommen und hat gesagt, das, was die hier geschrieben haben, das ist das Recht und das Recht formulieren wir in ein Gesetz. Mit einer einzigen Ausnahme, sonst wäre es kein Parlament. Die Vorschrift über die Hasenjagd ist modifiziert worden. Recht ist etwas, was vor dem Staat passiert. Und deswegen kennen Sie vielleicht auch den Spruch vom Anstandsgefühl aller billig und gerechtdenkenden. Das Anstandsgefühl aller billig und gerechtdenkenden ist die Frage, ob eine gesetzlich formulierte Entscheidung auch mit meinem Anstandsgefühl und mit dem der billig und gerechtdenkenden zu tun hat. Und das sind die, die denken, das sind die, die gerecht denken und die billig, also angemessen denken. Ich war neulich in einer Situation, ich muss das an der Stelle einflechten, Juristen neigen dazu, tatsächlich auch professionelle Juristen, wenn man die Frage aufwirft, was ist Gerechtigkeit, dann gucken immer alle so leicht schräg in den Himmel und sagen, ja, das ist schwierig. Nein, Gerechtigkeit ist nicht schwierig. Gerechtigkeit kann man sehr, sehr gut erkennen.
Und das geht damit los, dass man sich das Wort anschaut, Gerechtigkeit. Unsere deutsche Sprache ist da ein wunderschönes Vehikel. Wo immer Sie die Vorsilbe GE finden in der deutschen Sprache, deutet etwas auf eine Mehrzahl von irgendetwas anderem hin. Eine Mauer wird zu einem Gemäuer. Getreide, Getränke, Geläut, Gerede. Ein Einzelnes wird zu einer Vielzahl. Übrigens auch mein Name. Der Gehbauer ist der Vorsteher einer Mehrzahl von Bauernhöfen. Und die Gerechtigkeit bezeichnet nichts anderes als den Zusammenklang der Rechte aller, die nebeneinander stehen. Und wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern, wenn wir im Chemieunterricht oder im Physikunterricht waren, da waren immer diese Atommodelle, richtig? Diese Kugeln, die so mit strohhalmartigen Konstruktionen miteinander verbunden waren. Das sind die Rechte, die in der richtigen Äquidistanz zueinander sich bewegen. Und wenn jemand kommt und das von außen stört, dann staucht er das. Dann ist das eine Störung der Gerechtigkeit. Und dann geht es darauf hin, wieder einzeln die Abstände in den richtigen Abstand zu rücken. Aber was ist der richtige Abstand? Und das ist mein Ansatz seit langer Zeit, deswegen bin ich zum Liberalen mutiert über die Jahrzehnte, dass ich sage, es gibt keinen objektiven Abstand, den Menschen voneinander halten müssen, sondern die Näheverhältnisse, die wir zu anderen haben, die kann nur jeder für sich selbst im Einvernehmen mit dem anderen festlegen, im Konsens. Konsens heißt gemeinsamer Sinn. Wir müssen Verträge miteinander schließen, um uns zu vertragen. Und wir wollen keine Befehle haben, denn wenn wir Befehle bekommen, werden uns Anweisungen erteilt von Menschen, die uns überhaupt nicht kennen und die Situation nicht kennen. Wenn wir aber in den Dezentralen uns miteinander verabreden und freiwillig unsere Verhältnisse regeln, dann werden wir auch friedlich. Weil wir dann nicht das Gefühl haben, dass uns jemand bedrängt. Sondern wir haben unsere Freiräume und da, wo wir sie kleiner machen, tun wir das im Einvernehmen mit jemand anderem, dem wir vielleicht auch nur temporär ein größeres Recht zuordnen. Und in dem Moment, wenn Sie Menschen bedrängen, wird die Situation ungemütlich. Mein 9. Punkt, der Staat als Friedensgarant im Recht. Ja, der Staat hat den Anspruch, Frieden herbeizuführen, den sogenannten Rechtsfrieden. Wer aber ist der Staat? Es gibt nicht den Staat, es gibt nur unsere Vorstellung, dass irgendjemand anderes ein Organ der Staatsgewalt ist, dem wir uns unterwerfen und der gewisse Dinge tun darf, von denen wir sagen, andere dürfen sie nicht tun. Wenn ich mich persönlich mit Brustpanzer und Schlagstock oder anderen unangenehmeren Dingen und Helmen in die Innenstadt begebe, dann werde ich das nicht lange tun können. Wenn ich aber Polizei draufschreibe, ist das in Ordnung. In der Düsseldorfer Altstadt sind inzwischen die Verhältnisse so eskaliert, was die zwischenmenschliche Friedlichkeit angeht, dass da große Schilder stehen, Waffenverbotszone. Und ich war ganz erstaunt. Durfte man vorher mit Waffen da rumlaufen? Nein. Die Waffenverbotszone ist das Verbot, nach 18 Uhr mit irgendwelchen Messern rumzulaufen. Schwierig. Woher kommt der Staat und sein Schutzauftrag? Thomas Hobbes haben Sie alle schon gehört. Thomas Hobbes, der große Dichter der Rechtsphilosophie, der in England gesehen hat, im 17. Jahrhundert, wir haben hier einen Bürgerkrieg gehabt. So wie Europa seine 30-jährige Krieg hat, hatten unsere englischen Freunde das. Und da sind nur raubende und mordende Horden durchs Land gezogen und haben sich alles das genommen, was sie gerade brauchen konnten. Und nachdem das ein paar Jahre und Jahrzehnte funktioniert hat, haben irgendwann Menschen sich zusammengetan und haben gesagt, jeder von uns hat ein individuelles Interesse daran, nicht ständig überfallen und verprügelt zu werden und ausgeraubt zu werden. Und deswegen kreieren wir jetzt unseren eigenen Staat. Wir entwaffnen uns, wir geben alle unsere Waffen diesem Staat
und sagen, dieser Staat achtet darauf, dass wir nicht von der Mafia oder von anderen bösen Knechten überfallen und verprügelt und ausgeraubt werden. Und das galt als große Idee. Aber das Gemeine ist, wenn wir uns irgendjemanden hier aus unserer Gruppe heraussuchen, den wir für verlässlich halten, um ihm alle unsere Waffen zu geben, Sie schauen sehr vertrauenswürdig aus, Sie sitzen in der ersten Reihe, Sie bekommen alle Waffen, dann wissen wir, wir können ihm vertrauen, weil wir ihn kennen, er ist okay. Aber in 50 Jahren wird sich die Frage völlig neu gestellt haben, weil er dann beim lieben Gott ist. Oder in 80. Und dann ist die Frage, wer macht's? Und wenn wir es dann seinem Sohn und seinem Enkel gegeben haben, irgendwann in dieser Ahnenreihe ist immer jemand dabei, der ein bisschen aus der Spur läuft. Das können wir alle nicht verhindern, nicht mal Sie. Leider, ja. Polybios hat es schön beschrieben, der griechische Herr Polybios mit seiner Drei-Staaten-Lehre, dass immer wieder weitere Generationen kommen, die dann irgendwann einen generieren, der nicht mehr gut funktioniert. Und plötzlich ist dann einer in unserer Mitte, der hat alle Waffen und da stehen wir sehr, sehr hilflos da, weil wir ja alle unsere Waffen abgegeben haben und er hat alle Gewalt. Und das ist der Unterschied zwischen Recht und Macht. Die zentrale Frage von Recht ist immer, sich damit auseinanderzusetzen, wie man widerstreitende Interessen miteinander ausgleicht. Recht ist Interessenausgleich. Macht aber stellt nur eine einzige Frage. Was ist mein Interesse? Das ist der Unterschied zwischen Recht und Macht. Und wie bricht man die Macht mit den Mitteln des Rechts? Ich habe Ihnen versprochen, ich werfe Fragen auf, ohne sie konkret beantworten zu können, aber wir müssen an dieser Stelle miteinander denken, denn plötzlich ist der Staat dann in manchen Situationen nicht mehr derjenige, der uns schützt vor Fremden, die uns angreifen, sondern der Staat ist dann derjenige, der uns diese Probleme bereitet, an denen wir leiden oder unter denen wir leiden. Das sind dann Leute, die sagen, ich bin der Staat und ich beschließe, irgendein Land zu bombardieren. Ich bin der Staat, ich sammle Geld ein für das gemeine Gut und mache Waffenlieferungen. Die Magna Carta von 1215 in Großbritannien, der Briten, hat durchgesetzt, dass der König nicht bis in die letzte Gemeinde durchgreifen kann, sondern dass die Fürsten eigene Rechte haben. Das hat dann nochmal über 400 Jahre gedauert, bis einer gesagt hat, jetzt machen wir mal Habeas Corpus, jetzt kann mich auch der Fürst nicht einfach festnehmen und mich in den Kerker zwingen, sondern irgendwann muss er dann auch mal einen Richter fragen, ob das mit rechten Dingen zugeht, dass ich hier unterwegs bin oder gerade nicht mehr unterwegs bin. Es muss rationalisiert sein, es muss sich an dem, was wir als richtig empfinden, jeder von uns, und was uns verbindet als Gemeinschaft, dass wir alle das gemeinsam richtig empfinden, es muss sich an dem orientieren, was wir richtig finden, das, was wir rechtens finden. Und dieses Recht muss ausgesprochen werden, denn nur wenn wir es aussprechen, können wir den anderen zuhören, was die anderen denken, können es mit dem abgleichen, was wir denken, jeder Einzelne von uns. Und so bildet sich eine gemeinsame Meinung, was wir wollen und was wir gerade nicht wollen. Und das, was wir wollen, das akzeptieren wir. Und in der Rechtstheorie ist das der Begriff der Akzeptanz. Wir akzeptieren das, was Recht ist. Und das, was wir nicht für Recht empfinden, das akzeptieren wir nicht. Dagegen begehren wir auf. Als unsere französischen Freunde Anfang des 19. Jahrhunderts ganz Deutschland in Klump geschlagen hatten und Preußen zerstört hatten, dann haben sich Preußen ja bekanntermaßen überlegt, wir müssen uns nochmal neu aufstellen. Und dann gab es die berühmten Freiherren Stein und Hardenberg. Da habe ich eine Stelle gefunden, die mich sehr fasziniert hat. Die Rigaer Denkschrift von 1807. Da sagen die, wir müssen die Bauern befreien und wir müssen die Bauern genau das tun lassen, was die Bauern in ihren dezentralen, haben die so nicht geschrieben, aber gemeint, was die in ihren dezentralen Bauernhöfen für sinnvoll erachten und sich so zusammenfinden, dass sie gedeihlich für die ganze Gemeinschaft arbeiten können. Wir können ihnen keine Befehle erteilen, sondern wir lassen sie arbeiten. Frei arbeiten. Aber dann kommt dieser Passus in der Rigaer Denkschrift, wo tatsächlich drin steht, die reine
Selbstorganisation, dass der Fürst sich so völlig zurückzieht und der preußische König, das ist noch etwas schwierig, das vertagen wir in das Jahr 2440. Und letztlich ist es genau das, was Andreas Thiel gerade gesagt hat. Die Urteilskraft, die alle anderen Motivationen immer wieder auch einhegen muss, die Urteilskraft ist von diesen Menschen beim König und bei den Fürsten gesehen worden. Dass man gesagt hat, letztlich muss immer das Ganze nochmal eingebremst werden. Wenn die Kinder Unsinn machen, dann muss einer da sein, der sie wieder zur Ordnung ruft. Dieses Paternalistische. Und die große Herausforderung einer Republik besteht darin und einer freien Gesellschaft besteht darin, dass sie diesen ordnenden, übergeordneten Geist nicht braucht, sondern in individueller Selbstbeherrschung, sich selbst beherrscht und mit anderen gemeinsam dafür sorgt, dass wir uns alle gemeinsam gut beherrschen und uns gut benehmen. Und das führt mich zu meinem 10. und letzten Punkt. Der heißt eigener Lösungsansatz. Ich schlage zwei Dinge vor. Wer von mir Texte gelesen hat, hat das im Zweifel schon mal entdeckt. Ich schlage vor, unsere Staatsorganisationen in Europa konsequent zu verrechtlichen. Es gibt nämlich einen merkwürdigen rechtsfreien Raum inmitten unserer Staatsorganisationen. Und das ist, wenn ich als Anwalt etwas falsch mache, dann muss ich dafür Schadensersatz leisten. Wenn ein Arzt fehloperiert, dann muss er dafür einstehen. Wenn ein Autofahrer zu schnell fährt und jemanden überfährt, dann muss er dafür haften. Wenn aber ein Politiker einen Staatshaushalt vor die Wand fährt oder viele, viele andere unerfreuliche Entscheidungen trifft, dann sagt er zwar, ich übernehme dafür die politische Verantwortung, und dann geht er unter Beibehaltung seiner Bezüge nach Hause, aber verantwortet ist damit nichts. Und mein Petitum ist, eine Ersatzpflicht genau in diesem Kontext einzuführen und im Nachhinein in einem förmlichen juristischen Verfahren zu prüfen, ob ein Fehler gemacht worden ist, der schon im Vorhinein hätte verhindert werden können, wenn man vernünftig darüber nachgedacht hätte. Und alleine die Einführung einer solchen Haftungsregel, Haftungsrecht ist immer Qualitätssicherungsrecht, jeder, der haftet, verhält sich vorsichtiger. Beobachtete Teilchen verhalten sich anders als unbeobachtete und haftende Personen verhalten sich anders als nicht haftende Personen. Allein die Einführung einer solchen Verantwortlichkeitspflicht wird unsere Welt schon sofort an dieser Stelle besser machen. Wir müssen diesen Teil von Mittelalter aus unseren Gesellschaften und der Obrigkeit heraus lösen und es in die Rechtsordnung hineinholen. Und ergänzend zur Rule of Law schlage ich vor, the rule of argument. Wir müssen offen miteinander reden und argumentieren. Ich weiß nicht, ob Sie darüber nachgedacht haben, was das deutsche Wort für Argument ist. Das Argument ist eine Offenlegung. Überall, wo arg vorne steht, A-R-G, ist etwas hell und etwas im Licht. Deswegen heißt Silber auf Latein auch Argentum, weil das so schön glänzt. So wie Argentinien demnächst. Und wenn wir frei und offen miteinander argumentieren und uns auch unsinnige Gedanken anderer Leute anhören und die Bereitschaft haben, mit Menschen zu reden, von denen wir bis zu diesem Zeitpunkt immer angenommen haben, dass sie eigentlich Verrückte sind. Wenn wir die offene Bereitschaft bringen mit Schwurblern, mit Aluhutträgern und mit, wie immer diese Begriffe sind, Menschen zu reden, dann wird uns das alle weiterbringen. Und dann wird es auch dazu führen, glaube ich, dass gelingt, die nächsten Gewaltexzesse abzuwehren. Denn ein guter, von Menschen organisierter, republikanisch organisierter Staat, der die individuellen Ansprüche seiner Mitbürger respektiert und Mitbürger, die sich untereinander als Individuen respektieren
und die Urtugend der Demokratie pflegen, die da heißt, es könnte sein, dass ich Unrecht habe und es könnte sein, dass der andere richtig liegt. Und mit diesem Verdacht an Gespräche und an Argumentationen in eine Gesellschaft heranzugehen, so eine Gesellschaft hat eine Chance, Gewaltexzesse in Zukunft zu vermeiden. Ich wünsche uns das. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören.